Ah, schön. Wobei ich es wieder Dann. anstrengend finde mit dem ja, komischen Effekt hier. Gut, dann starte ich an. Jo, leg mal los. Sterben auf 3, 2, 1. Meins. Aber. Oh, jetzt lädt es bei mir auch. Okay, ich bin jetzt im Helikopter. Sehr schön, sehr schön. Hoffentlich haben wir nicht allzu viel Verzögerung. Darf ich nicht gucken? So, als ob ich irgendwas verbreche. Ich gucke immer so, als ob du irgendwas verbrechen würdest. Oder irgendjemand was verbrechen oder als ob ich jemanden umbringen würde oder so. Weißt du, was das größte Problem ist dazu? Ja. Was? Jedes Mal, wenn wir irgendwas mit Inseln haben, kommt irgendwas nicht so Geiles. So in der Großstadt unterwegs oder so, alles easy. Aber sobald wir irgendwelche verlassenen Inseln betreten, egal wo, ne? Inseln sind einfach nicht so schön. Okay. Ich dachte, ich finde, ich sehe jetzt hier irgendwo, da ist Kelvin, Tatsu neben mir sitzen. Nee, du wirst wahrscheinlich auch mal jetzt gerade den Computer durchspielen können. Ja. Wird lachen, wenn wir unterschiedlich landen. Das wär's natürlich. Ich meine, wir haben ja zwei Helikopter. Aber jetzt zeitgleich gerade. Hast du Also. zeitgleich einfach zugeklappt? Ich glaube. Oh. Oh. Ist gut. Ist gut. Ich glaube, es geht bergab. Oh Gott, ich bin jeder Achterbahn ist geiler. Oh. Ja. Ich häng da mal ab, oder? Ja. Abhängen. Mach vorsichtig. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Au. Oh, das klang nicht gut. Das klang. Au. Ah, oh, das tut weh. Das tut echt weh beim Zuschauen. Fuck. Warum kriegen wir das denn immerhin irgendwo sinnvoll zu. Will ich das wirklich machen? Oh, tief Luft holen. Was ist das für einer? Und warum hat er so ein Glitzeroberteil an? Warum werden wir bewusstes geschlagen, anstatt. Zu erschießen. Also immer da wollte er Munition sparen und dachte, wir sind sowieso hinüber. Oder er hatte keine Munition mehr. Hi, Tabzu. Hi. Nee, Munition hat er gehabt, habe ich gesehen. Die Trommel war geladen. Nee, das ist vorbei. Das hilft nichts mehr. So, hörst du deinen Kollegen? Ich glaube, er. Das sieht zwar nicht gut aus, aber ich glaube, er lebt noch. Nein, nicht so helfen dazu. Nicht mit dem Stein. Warum nicht? So, ich muss dran denken, dass. Also lang gedrückt halten ist immer gleich nehmen oder halt gerade bei Medikamenten oder sowas. Deswegen einfach nur einzeln klicken ist. Oh, was haben wir hier? Irgendwelche Pilze. Die waren wahrscheinlich gut. So, dann können wir auch gleich mal testen, ob wir wieder irgendwelche Gegenstände teilen können. Der ist auf jeden Fall hinüber.
Oh, das wollte ich doch gar nicht. Was bist du denn? Okay, wir nehmen wie immer erstmal alles mit. Alles, was irgendwie tragbar ist und wir noch gebrauchen könnten. Relativ gut aussieht. Oh Gott, deswegen. Natürlich, erstmal ein Reh. Okay. Gibt es hier irgendwie Füge der Matte? Ja, Gegenstände, so, das ist klar. Aber kann ich irgendwie auch was geben? Siehst du eigentlich gerade so, ob ich die Matte aufhabe? Ich habe selber gerade jetzt die Matte kurz auf. Ah. Gerade die. Nein, die Matte sehe ich leider nicht, aber ich sehe, dass du am Boden irgendwas ja. Musst. Okay. Aber ist jetzt nicht so, dass ich dir irgendwas, glaube ich, geben kann. Das wüsste ich jetzt noch nicht wie. Ja, Inventar. Nochmal kurz reinschauen. Erstmal öffnen. Unser kleines Notfallset. So, und dann würde ich natürlich gleich mal schauen, können wir denn hier Gegenstand hinzufügen? Ganz genau das wollte ich wissen. So, taktische Axt ist dabei. Ich würde gerne diesen Stock wahrscheinlich mal entfernen, dafür das. Ach nee, das Messer kann man nicht hinzufügen. Okay. Krass. Okay, machen wir auch mal den Stein, den brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Dann würde ich mal probieren. 1, 2, 3, 4. Nein. Okay, dann müssen wir doch mal ganz kurz Einstellungen reingehen. Okay, geht erstmal schon mal nicht. Oh, okay, mit Mausrad können wir reinzoomen. Ins GPS. Dann, ich kann keine Stelle ziehen. Ich hätte erwartet, dass hier irgendwas davon dann als Schnelltaste ist. 1, 2, 3, 4 aus. Ja, aber das ist schon mal nicht. Das ist du gewesen irgendwie. Ja, okay, ist Rocky Talky, das ist klar. Ganz hübsch aus, brauchen wir aber nicht. Nee, vor allem weil ich dich doppelt höre. Oh, tut mir sehr leid. Wir müssen uns ganz kurz ausgucken. Wir gucken nochmal ganz kurz rein. Ich hab's heute schon mal einen Speer gemacht, finde ich sehr schön. Okay, hier geht Kuh auch nicht. Handgefertigter Speer. Okay, wir brauchen zwei Stöcke. Dann bitte auch. Immer wieder neu ausrüsten. Ja, irgendwie fehlen mir gerade echt noch die Schnelltasten. Aber bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne, passiert alles nichts. Das ist auch klar. Hier ist unser kleines Buch. Das erzählt, wie wir was bauen müssen. So, hatten wir nicht irgendwie. Ja, okay, wir haben den Speer. Speer ist jetzt auch auf der Position, aber was das genau ist. Warte mal hier. Nee, das ist die Anzahl, die dort da steht. Das ist also keine, in dem Sinne keine Nummer. Wir probieren jetzt nochmal. Jetzt haben wir den Speer da, aber nee. Nee. Die Ausgabe geht halt auch gut umzuschalten irgendwie. Okay, also müssen wir dann wirklich jedes Mal erst ausrüsten, was ich sehr, sehr anstrengend finde. Weil wozu hat man denn dann so eine Nell-Taste eigentlich, also so einen Rucksack?
guck mal nebenbei ganz kurz weg. Strand-Tattoo oder erstmal im Wald bleiben? Beziehungsweise erstmal die Marker ablaufen. Also irgendein Infomarker ist ja direkt vor uns. Richtung Bambi. Wollte gerade mal eigentlich gucken, was passiert, wenn ich einen Hasen oder so jage. Okay. Bis da hier irgendeiner die ganze Zeit rumläuft und nicht mal Fleisch, ich das wohl glaube ich vergessen. Dann schleichen. Ja, ich sehe eh nichts mehr. Okay. Hörnchen kannst du schon mal auseinandernehmen. Vögel kannst du leider nicht looten. Okay. Nur Federn. Vögel bringen nur noch Federn. Okay, Bärenessen sieht so geil aus. Bärenessen sieht einfach so geil aus. Blup. Okay, können wir noch irgendwie nicht einsammeln? Wir haben zumindest mal kurz was gegessen. Ich meine, unser Leben sieht jetzt auch nicht so gut aus. Was bist du hier? Müssen wir sowieso erstmal alles mögliche essen. Das war nicht so gut. Eis, ich ignoriere dich überhaupt nicht. Erzähl nicht so einen Blödsinn. Du bist gerade eben erst in den Chat gekommen. Hi, Eis. Ja, ignoriere ihn doch immer. Das weißt du doch. Ich meine, ich habe ja auch wichtige Dinge zu tun. Durch den Wald irgendwie zu kiezen. Okay, Steine sind wir voll. Und ich schon Schiff. Okay, Speer ist einfach so der wichtigste Freund, glaube ich, am Anfang. Dass du mit dem Speer noch keine Bäume fällen kannst, ist der Wahnsinn. Du kannst ja mit den Speer fast alles Mögliche. Hey Sarah. Busch. So. Da ist Tatsu und Kelvin. Ist Tatsu schon mit in irgendwelche Höhlen rein? Nein. Das traue ich dir ja auch zu. Ja. Aber nein. Dazu machen keine Höhle rein. Hm. Noch. Noch nicht. Okay, Bambi haut einfach nur ab. Steine können wir nicht mehr tragen, sind wir voll. Und das ist ein giftiger Pilz. Der könnte essbar sein. Scheint so. Essbar. Und essbar. Erstmal alles kurz mal in den Mund nehmen und gucken, ob es schmeckt. Oh, okay, das war nicht so gut. So, was sagt denn Koordinaten? Irgendwas vor uns müsste jetzt was kommen. Zumindest laut GPS irgendwas Interessantes. Oh, kann ausnahmsweise mal keine Stöcke mehr tragen.
So, erstmal ein Tatsu hinterher. Können wir nochmal reinzoomen. Ist Friendly Fire an? Ah. Ich glaube, hier ist eine Höhle dazu. Und wir haben ein Auto. Ich glaube, da war eine Fahrt, hätte, wenn ich mich noch... Da oben? Irgendwo waren noch... Hast du gerade irgendwo ein paar Zelte gesehen? Irgendwo war ein kleiner Campingplatz. Dann erstmal hinterher. Aber ich finde ihn gerade nicht. Tja, der war da oben. Deren Essen ist immer noch geil. Oh, jetzt hat er mal nicht gefluppt. Ich hab mal normal gegessen, ich hab das schon langweilig. Oh, hier ist ein Koffer gewesen. Ein Koffer bis an die... Oh, dazu, da ist auch jemand. Muss halt wirklich genau gucken, ne? Oh, ich kann immer noch was looten. Okay. Oder hast du voll gelootet alles? Ich spüre gerade looten. Okay, ich kann immer noch looten. Also ist nicht mehr so, dass Kiste weg, sondern wir können immer noch gemeinsam looten. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Was auch immer du bist, wer auch immer du bist. Wir müssen erstmal uns orientieren. Wir wollen ja eigentlich gar nichts von euch. Hier, dieses wunderschöne Gerät. So, dazu hier im Gebüsch war noch eine Kiste. Oh, schön versteckt. Mhm. Okay, drei kleine Freunde. Sollten uns vielleicht verkrümeln. Machen wir zurück zu dem komischen Höhleneingang. Oder bist du auf Konfrontation aus? Den Leuten gleich erstmal sagen, was hier Sache ist. Dazu gibt es irgendwelche Anweisungen an Kelvin. Okay, Tatsu will... warte mal, Tatsu, bei dir steht gerade E. Ah, ich kann dir Dinge geben. Cola und Vitamine. So geht das also. Okay, dann schließen wir das wieder. Sehr schön. Okay, also musst du dann... Oh, Kelvin, nein! Kelvin ist abgestürzt. Oh, ich hoffe, dass es dir noch gut geht. Der macht's auch. Wobei ich gucken würde, dass man auch irgendwie mal so eine Art Felsvorsprung irgendwas finden, wo es halt einfach safe ist. Versuch mal bei Sammeln von Pflanzen und Bären kurz E zu drücken. Sammelst du die dann auch, anstatt sie zu essen? Ist ja bei Steinen auch so. Ja, das stimmt. Der klitscht durch den Boden. Du bist gerade durch den Boden geklitscht. Komischer Typ. So, Stöcke sind mal sowieso erstmal voll. Jetzt erstmal zu den Koordinaten, dann ist obwohl eigentlich die sogar. Ich wäre halt einfach geradeaus erstmal zum Strand. Lass uns erstmal kurz hier reingehen zu der Höhle. Okay, ich folge dir. Der eine ist auf dem Baum hoch. Ja, ist sowieso. Weiß nicht, was mit Kelvin passiert, wenn wir da reingehen. Weil rein theoretisch müsste er folgen. Einfach erstmal in die Höhle rein. Und vielleicht verkrümeln. Irgendeine enge Höhle. Die erstbeste Höhle natürlich. Muss übel eng sein und einfach rein. Hm. Und natürlich ist sie so eng. Ich hab Platzangst. Das Feuerzeug ist einfach so geil. Ja. Und es ist halt ein Elektrofeuerzeug. Gut, ich weiß noch nicht, wo wir die Solarenergie herkriegen, um das Ding aufzuladen, aber was ist denn das für eine Höhle? Tatsumo, das ist keine Höhle. Keine wirkliche Höhle? Alter, ich habe ja gesagt, es leckt ein kleines bisschen.
Ich hab's ja gesagt gehabt, ich war in der Höhle, wenn man es Höhle nennen kann. Okay, also hier leckt es ganz kurz. Ich überleg mal, aber. Wobei, es kann nicht die CPU sein. Ich glaube, es liegt halt wirklich eher daran, dass er kurz was laden muss. Okay. Pfeile. Kann man das also lernen, wie das funktioniert? Oder? Ah ne, wir könnten es hier drucken lassen. Wir könnten hier Pfeile drucken. Es eine Trinkflasche. Es gibt einen 3D-Drucker. Für eine Trinkflasche wäre halt mega. Enterhaken. Schlitten. Fuck, tatsächlich brauchen wir einen Schlitten. Okay, also eine Trinkflasche wäre natürlich echt geil, aber ich glaube, dafür haben wir nicht genug, oder? Und hier können wir zumindest mal schlafen. Guck mal, hier stehen 850 Milliliter drin. Also könnten wir uns einmal zwei Trinkflaschen machen? Könnten wir uns zwei Trinkflaschen machen. Das ist, glaube ich, echt nicht schlecht. Gucken wir mal hier. Jawohl, warte ich. Geil. Piep, piep, piep. Wie geil ist denn der Scheiß? Beim Reingehen in die Höhle gab es Ruckler. Gut, aber das ist ja eigentlich gefühlt schon immer so gewesen. Also gerade wenn er was Neues laden muss oder so. Okay, ich nehme zuerst. Ja. Was? Ach nee, ich hab. Ach so, das da will ich nehmen. Ich habe gerade Zeug hinzugefügt. Okay. Dann haben wir jetzt eine Trinkflasche. Ist ja mega geil. Wenn es hier gerade etwas schwammig aussieht, oder? Moment. Ich hätte gern wieder mein Blau. Das ist geiles Blau, aber zu blau. So, und ich bin mal ganz kurz AFK. Ja. So, wir nehmen erstmal die Axt, glaube ich, wieder in die Hand. Arm, Helmet, Chest, Black. 250 Milliliter mal 10. Okay. So, auch mal eine Maske. Tech-Mesh 250. Also 2500 Milliliter bräuchte man hier, um eins herzustellen oder alles? Sag mal, wenn man Schlitten herstellen. Gut. Ich habe noch ein Bild. Den Akkuschrauber würde ich ja dennoch mitnehmen. Und den zweiten Akku einfach von dem Akkuschrauber klauen. Und gucken, ob wir noch ein paar Nägel finden. Das ist bestimmt sehr, sehr sinnvoll, wenn man irgendwas bauen will. Theoretisch haben wir ja genug Platz im Rucksack. Irgendwas zu looten? Okay. Dann schaue ich mir nochmal das schöne Inventar an. Das sieht halt wirklich schön aus. Da ist noch nichts drin. Hier haben wir nur eine Granate. Wie gesagt, dieser Rucksack, irgendwie fehlt da noch. Ich weiß nicht, ob die das noch nicht gemacht haben, vergessen haben, das zu machen, aber irgendwie hast du halt keine Schnelltaste. Kannst ja zwar was reinlegen oder entfernen, aber in dem Sinne hast du keine Schnelltaste. Auch die Medizin, die unten, die 4 ist halt nur die Anzahl. Was zu trinken. Und eine Feldration. Das oben wird das Resin sein. Mach mal wieder weg. Genau, Druckerharz. Buch Parallelwelten. Okay. Ein schöner Bestseller. Kann man denn zum Lagerfeuer? Oder ist das hier. Warte mal, Tim? Laplands? Ist das unser Tim? Wir können es nicht lesen. Okay, anscheinend kann ich dann da nicht. Zumindest aktuell nicht. Okay, 20 Stöcke ist auch mal das Maximum. Was bist du eigentlich hier oben? Eine Papierzielscheibe, das ist das, was wir gefunden haben? Zum Scheiß. Aber okay. Ich dachte, wir haben irgendwas Cooles gefunden und nein. Eine taktische Jacke. Okay, die tragen wir auch aktuell. Zumindest kann ich hier nicht auf Tragen klicken. Das können wir damit jetzt auch erstmal nichts machen. Ein Knollenblätterpilz. Ja, den sollte man nicht unbedingt essen. Aloe Vera Samen. Heidelbeerstrauchsamen. Igelkraftwurzsamen.
Also sagt mir gar nichts. Blätterhammer. Kleine Steine. Also ich finde es ja immerhin auch sehr, sehr geil, wie viel wir hier eigentlich mit uns mitschleppen. Also eigentlich könnten wir gar keine Waffe so richtig halten. Ich meine, das kann man wahrscheinlich echt gut hier irgendwie zusammenfalten. Aber dann haben wir ja noch den Rucksack auf. Und dann die zwei Koffer, also den Rucksack vielleicht vorne, Bauch, die Tasche hinten auf dem Rücken und die zwei Koffer haben wir in der Hand. Dann könnt ihr den ganzen Scheiß schleppen, aber dann hört's auf. Würde ich schön finden, wenn man es auch wieder im VR spielen kann. Ja, das finde ich schlecht. Your mind will be... Ja, okay, mehr steht aber auch nicht. So, ich würde gerne die wieder ausrüsten. Aber wie gesagt, ich kann ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drücken. Warte mal, F1, F2, F3, F4? Ne, auch nicht. Numpad 1, 2, 3, 4, 5? Ne, auch nicht. Also da kann man leider auch nichts ändern. So ein bisschen schade. Das Tech-Mesh könnte wahrscheinlich später auch ganz sinnvoll sein. Haben wir da jetzt noch hier? Oh, das waren die 100. Okay. Ich dachte, das wären mehr gewesen, aber gut. Wo ist ich? Wir können ja nochmal extra umschalten. Kohlefaserpfeil. Armbrustbolzen. Okay. Das sieht sehr gruselig irgendwie aus. Mhm. Wieso eigentlich? Du siehst die Tasche nicht, oder? Ich sehe, wie du die Tasche hältst. Ich sehe. Warte, das sieht aus, aber als würdest du die Tasche und deine andere Hand so in Richtung Umarmung. Gestik eher. Ja, ich will dich eigentlich nur in die Tasche packen. Ja. So, hier haben wir noch die ganzen Samen. Okay. Hier haben wir noch Pilze. Okay, also man kann doch schon recht viel. Wollen wir kurz hier schlafen und speichern? Oder also zumindest. Gespeichert habe ich jetzt gerade mal. Okay, ich habe jetzt auch gespeichert und dann einmal auf Schlafen. Um uns vielleicht irgendwie zu erholen oder sowas. Ja, Momo. Und ich bin durstig, toll. War wohl nicht die. Mhm. War nicht die geilste Idee, weil wir haben halt. Aber wir haben jetzt eine Flasche, wo man theoretisch trinken und so mitnehmen kann. Beziehungsweise ich habe ja eine Cola. Eine Dose Cola habe ich. Ich habe hier eine Feldration noch, die ich dir geben könnte. Nee, habe ich selber zwei. Stimmt, die könnte ich. Macht ihr auch gleich Hunger? Durst mit? Nee, ne? Durst nicht, aber Hunger. Gut, Hunger. Ja, komm, scheiß drauf. Dann essen wir die jetzt mal ganz kurz. Geil, wie wir das Ding einfach über die Schulter wegwerfen. Geil. Scheiß drauf auf die Umwelt. Mir wird nichts zusammengeknietscht oder sonst irgendwas. Und dann trinken die jetzt einfach den Energy Drink. Okay. Energy Power ganz schön voll. Deswegen trinken wir immer so viel davon. So. Was druckst du hier noch? Ich, hey Hexe. Ich drucke einfach mal jetzt Enterhaken. Ich weiß nicht, was das bringt. Hm. Ich dachte, wir hatten einen Inventar. Nee. Nix fit gerade. Ich hab eine Pionierblase gerade. Oh. Hm. Hatte auch schon überlegt, ob wir dieses Tech-Mesh machen. Gott, ja, bis gleich. Ich würde einfach mal eins drucken. Den Scheiß haben wir hier. Okay, dann haben wir neue Anleitungen. Wo liegt denn der Spaß?
erstmal das Buch. Schön, wie ich selber hier erstmal so halb auf die Matte trete. Da ist es. Kombinieren. Und zeig mal hier was. Ah, okay, das ist also wirklich nur die Rüstung dann. Okay. Die Kettensäge braucht Batterien. Die Zeitbombe will ich nicht herstellen. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch da. Hart. Okay. Ich verstehe, das ist also dann ähnlich wie wenn wir jetzt hier mit Lorsch und Blättern uns irgendwie eine Rüstung machen würden. Wir haben bloß, glaube ich, ja, Stoff haben wir bloß nicht. Haben wir nichts gefunden. Ah, das hätte ich ja mal ausprobiert. Also hier hinten wird wahrscheinlich dann alles so mit Rüstung und Tech-Zeug sein. Hier ist dann halt alles Waffen, so wie es aussieht. Explosives, hier ist die Munition. Was hast denn du? Also erstmal, das macht doch T4, oder? Ja, High Explosive. So, jetzt mal nochmal ein Draht haben wir hier also noch. Und setzen ein Energy-Riegel hat man noch. Kannst du die Tech-Richtung, nee, also das, da war da nichts weiter. Ich kann nur tragen. Da ist leider nichts mit kombinieren. Deswegen habe ich die auch, bin ich übers, habe ich Inventar geklickt, dass das wieder irgendwie zur Seite gelegt wird. Okay, klassischer Steinfall. Diesmal brauchen wir auch Steine. Wow. Zeitbombe. Das einzige, wofür man Armbanduhren braucht. Klebeband. Handgemachter Bogen. Knochenrüstung. Shit, dafür brauchen wir mittlerweile Klebeband. Handgefertigter Bogen. Moment. Müssen wir erstmal irgendwie Seile machen. Kann man überhaupt aus so einen Stock machen? Fackel, Keule, Reparaturwerkzeug. Ne, es sind wirklich Seile. Und das ist das, was wir nicht haben. Ja, da kann man ja auch nicht irgendwelche Fasern zusammenweben. Ja, wir haben wieder beim Reparaturwerkzeug. Was haben wir noch mit Batterien? Taschenlampe. Die da können wir nicht kombinieren. Gut, brauchen wir zum Schnitzen. Hey Gregor, noch nicht viel. Wir sind erstmal bisher vor Leuten abgehauen und haben eine Granate gefunden. Wir überlegen immer noch, ob es Shortcuts gibt. Aber irgendwie. Leider nicht. Zumindest keine funktionierenden. Gehen ganz kurz. Also die Einstellungen sind ja soweit alles klar. Wobei, achso, das hier war das. Grifftasche, Kategorien durchwechseln, das ist das, was wir vor uns gerade gemacht haben. Dafür war cool. Das ist die Seite, Baumodus, Strukturbau abbrechen, das ist auch alles klar. Wir könnten eh mal im Nichts einfach gedruckt halten. Setzen. Schlafen ist auch klar. Diese Territär-Aktion hat man bisher bloß, dass man im TPS reinzoomen konnten. Mehr war ja nicht. Alternatives interagieren. Das ist alles nur Maus, aber
Primär, sekundär. GPS-Gerät hat man, Walkie-Talkie brauchen wir nicht, Buch kennen wir. Nach rechts, nach links drehen. Das ist dann höchstens im Baumenü. Gebrauchsgegenstand. So. Ja, das H. Was ist Gebrauchsgegenstand? Ach so, nochmal. Hexer, servus, wie geht's, wie steht's? Ja, Gregor, tut mir leid, ich bin Tatsu gefolgt. Wir haben bloß ganz kurz ein kleines Dorf gelootet, also was dieses Dorf, den Campingplatz, dann wurden wir verfolgt und Tatsu meine bloß so ab in die Höhle erstmal stecken. Und dann sind wir hier gelandet und haben den 3D-Drucker entdeckt und dann musste Tatsu erstmal ganz schnell irgendwo ein Klo suchen. Der hatte schon auf dem Flug hierher doch schon rumgemerkt und dann die Blase gerückt, hat zu viel Energy getrunken. Ein bisschen genervt, aber sonst alles gut. Wieso genervt? Hat sich überhaupt jemand gemeldet mal bei dir? Weil du hast irgendwie die Nachrichten gelöscht oder jedenfalls waren die Nachrichten weg. Das auch. Die du gestern geschrieben hast. Jetzt gut drücken? Nee, eher gedrückt halten passiert auch nichts. Also ja, es wäre echt gut, dass hier irgendwie noch Shortcuts. Weil so viel, wie wir jetzt gerade alles ausprobiert haben mit gedrückt, drücken, drücken, halten und so weiter. Ansonsten, so sieht das dann aus, wenn wir Tatsu irgendwas geben wollen. Da liegt noch Zeug. Also ich meine, bei mir ist nichts mehr. Ich habe alles aufgehoben. Und was halt auch sehr, sehr geil ist, wie ihr gerade gesehen habt, also wenn ich Kisten loote, für Tatsu ist immer noch alles da. Das ist sehr schön im Multiplayer. Nö, wir sind eigentlich relativ nah beim Absturz. Und außenweise sind wir mal im Wald abgestürzt. Und ja, wie gesagt, wir hatten uns jetzt hier, dazu hat sich also die Trinkflasche haben wir uns beide jetzt mal schnell gemacht. Dazu hat sich Enterhaken gemacht, die hat er so klein eingesteckt. Und ich habe mir einen Techmesh mal hergestellt. Wenn du willst, kannst du ja auch nochmal Enterhaken machen, Mena. Da haben wir. Okay, dann mache ich mir jetzt nochmal Enterhaken und dann machst du dir nochmal so einen Techteil. Einfach damit du Bauplan hast und dann hast du auch was Neues im Inventar. Wir haben hier ein bisschen Resin oder wie auch immer Zeug halt gefunden, siehst du hier unten. 400 noch was Milliliter. Und ja. So, und dann drucken wir jetzt für. Also, wir hatten halt Glück, dass wir was gefunden haben. So, dann drucken wir dazu jetzt noch den Mesh. Also gerade die Trinkflasche, denke ich, ist mit am wichtigsten und ganz sinnvoll. So herrlich mit dem 3D-Drucker. Ja, definitiv. Gut. Ah, okay, damit könnten wir uns jetzt irgendwo hinschießen, das Teil, und könnten damit eine Seilrutsche nutzen. Ja, ist nicht schlecht, aber wir haben immer noch kein Seil. So. Also wir haben geplant, also Tatsu hat die Lobby jetzt erstmal für 4 Spieler erstellt. Ja. So, na dann, ja. Irgendwas muss ja hier noch sein, außer... Tatsu! Wir haben Freunde! Tatsu! Also, bei mir ist hier ein Staubsaugerroboter. Nee, hier, der ist bei mir hinter dir. Ah, okay. Aber egal. Aber ja, den hab ich auch schon. Ich will deine Batterien haben. Oh. Hast du jetzt den Roboter kaputt gemacht, oder was? Ja. Der ist weg. Ich wollte nur seine Batterien. Ja. Dazu will ich mir da alles demolieren. Tatsu, ich habe Platzangst. Okay, lass das Ding ja nicht einstürzen. Sonst werfe ich eine Granate gegen dich, du. Kannst du wissen. Ich habe bei mir den Staubroboter gerade umgedreht. Bei mir liegt er jetzt auf dem Rücken. Achso, nee, bei mir ist er einfach weg. Geh nicht ins Licht, Tatsu.
Okay, es leckt. Und was ist das da oben? Dazu. Das ist nicht gut. Dazu. Ich will hier so einen Akkubohrer einfach mitnehmen. Ob die Tasche wertvoll ist? Ich meine, das ist eine Handtasche von einer Frau. Komm, da muss doch alles Mögliche drin sein. Da ist doch mindestens ein Zelt und eine, weiß ich nicht, Raketenwerfer würde auch drin sein. Gib mir die Tasche. Das ist nicht die Handtasche von Hermine. Aber es ist eine Frauenhandtasche. Weißt du, was da alles drin ist? Da ist immer gefühlt alles Mögliche drin. Ich finde es geil, dass du hier so dahinter gucken kannst und so einen Spaß. Da ist ein Zelt, da ist ein Rucksack noch drin in der Handtasche, da ist noch haufenweise Bücher. Wer weiß, was da alles drin ist? Und ich kann es wieder nicht öffnen, dies. Oh, Geld. Geil. Und noch eine Handtasche. Ey, Tattoo. Hier muss doch definitiv alles möglich drin sein. Und hier brauchen wir einen Zugangscode. Wo ist Kelvin? Was habt ihr ihn angetan? Kelvin steht draußen Wache. Tattoo, ich würde sagen, wir drucken uns einfach so die Karte, oder? Kann ja jetzt nicht so kompliziert sein. Eine fucking 3D-Drucker, aber können uns keine Karte drucken. Aber servus Krause, wie geht's dir? Hey Krause, grüß dich, hier aus dem Backoffice. Kelvin ist draußen, der wartet. Der hält Wache. Ich will auch wieder raus. Ich mag Höhen nicht.